Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Tja, wie ihr seht, wir können nicht nur Messer, wir können auch Lampen. Und deswegen stellen wir euch heute zwei Lampen aus unserem Lampensortiment vor. Wir starten mal mit der kleineren der beiden Lampen. Und zwar mit einer echten EDC-Lampe mit der Torchy 2K. Ja, die Torchy 2K von Nebo läuft mit einem 18650er Akku. Der hier hinten über so eine Ladestation an einer magnetischen Endkappe geladen werden kann. Ja, Taschenclip ist natürlich vorhanden und auch die Größe der Lampe ist wirklich hervorragend für einen EDC-Gebrauch. Das heißt, die passt unauftragend sozusagen in Hosen- oder Jackentasche hinein. Spannend bei der Lampe sind die 2000 Lumen Lichtausbeute und ein wirklich cooles Lichtbild. Das heißt, die Torchy ist relativ spotlastig, hat aber ein ja, sehr angenehmes, homogenes Lichtfeld, was sie entwickelt drumherum. Und das schafft Nebo durch diese ja, wirklich hochwertige Linsenkonzeption, die die verbauen. Bei den kleinen sowie auch bei den großen Lampen kriegen die damit wirklich tolle Lichtbilder hin. Und vor allen Dingen das bei einer sehr guten Preis-Leistung und einer absolut soliden Verarbeitung. Ja, die Torchy wird hier über diesen Knopf bedient. Der ist auch, sag ich mal, angenehm gewichtet. Der lässt sich angenehm drücken, leuchtet in diesem Fall auch mit dem Nebo N. Ja, und wir sehen schon, da passiert richtig was. Das heißt, die kann von einem ja, relativ dunklen Modus, ich will nicht von Moonlight sprechen, aber etwas mehr, dann wird sie hochgeblendet, bis man dann im Turbo-Modus angekommen ist. Den Turbo-Modus kann sie für 30 Sekunden behalten. Danach schaltet sie sich aus, damit sie nicht überhitzt. Ja, und ist wirklich eine absolut geniale EDC-Taschenlampe. Ich besitze sie jetzt seit 2 Wochen ungefähr und habe sie echt gerne dabei. Ja, eine Taschenlampe, die für jeden Gear-Ambitionierten interessant ist und die man sich durchaus mal angucken kann. Ja, und jetzt wird es etwas größer. Es ist in diesem Fall tatsächlich die stärkste Lampe von Nebo, der große Bruder sozusagen. Das ist die 12K 12.000 Lumen LED von Nebo. Die Lampe ja, ist eine klassische große Stabtaschenlampe mit zwei Lithium-Ionen-Akkus hinten drin. Die können hier über die Ladebuchse mit USB-C-Kabel aufgeladen werden. Das geht erstaunlich schnell, auch hier über den Lampenkorpus. Also man benötigt nicht zwangsweise ein einzelnes Ladegerät. Dann ist diese Lampe fokussierbar. Das heißt, man kann hier oben, seht ihr es schon, bis zu einem zweifachen Zoom das Lichtbild verkleinern. Das heißt, diese 12.000 Lumen, die kommen da als, ja, ich sage mal, ein riesiges Spotlight raus, mit dem man im Prinzip annähernd ein ganzes Feld ausleuchten kann. Mit diesem zweifachen Zoom kommt man weiter in die Entfernung rein, aber die maximale Leuchtweite beträgt dennoch auch bei dieser Lampe circa 220 Meter. Mehr will sie auch gar nicht. Es ist ja kein Scheinwerfer, der irgendwo in einer großen Entfernung leuchten soll, sondern mit dem man eine maximale Fläche ausleuchten will. Also ein klassischer Fluter. Ja, auch die 12K wird mit diesem seitlichen Knopf bedient, der auch wie die kleine Torchy ebenfalls orange leuchtet, wenn in Betrieb genommen. Die Bedienbarkeit ist ähnlich, das heißt, wir haben auch hier über langen Tastendruck erst einmal eine abgeblendete Stufe, die immer noch wahnsinnig hell ist bei der Lampe und dann geht es hoch bis zu der ja tatsächlich maximalen Leuchtkraft von 12.000 Lumen, also extrem viel Licht. Ja, diese 12.000 Lumen erreicht die Lampe in diesem Fall nicht durch eine einzelne LED, sondern durch die sogenannte COB-Technologie. Das heißt, da sind mehrere LEDs auf einer Platine zusammengefasst und werden als ja sozusagen einzelnes Leuchtmittel angesteuert.
Die Lichtausbeute ist wirklich genial und auch die Lebensdauer einer solchen Lampe bzw. eines solchen LED-Konstruktes ist eben nochmal eine ganze Ecke maximiert im Gegensatz zu Einzel-LEDs. Ja, also die Leuchtkraft von beiden Lampen, der großen 12K sowie auch der kleinen EDC-Lampe Torchi 2K, finde ich absolut beeindruckend und gemessen an dem, was es am Markt gibt, müssen die sich nicht verstecken und ja, sind für jeden Gear- und EDC-ambitionierten Menschen durchaus einen Blick wert. Alle Infos zu den genialen Lampen, um Licht ins Dunkel zu bringen, findet ihr wie immer bei uns auf messerworld.de.